TV Straßensound. Wenn du Rapper bist, Alter, dann kannst du alles. So, und darum geht's einfach. Also nur weil der Beat jetzt so ist, gibt er dir doch nicht vor, dass du ein komplettes Album nur über Drogenscheiße machst da irgendwie, weißt du? Ich glaube, die Jungs können es einfach nicht besser. Fakt hat ein Label gegründet, Hella Money Entertainment. Ja. Bist du das nächste Signing? Wer weiß. Skepta war vorher, dann kam Stormzy mit seinem Album, also hat mich auf jeden Fall richtig gefickt. Hast du noch Kontakt zu Firuz K? Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier bei TV Straßensound. Ich hoffe, ihr habt gerade das Boogie-Interview gesehen. Wir sitzen ja immer noch mit Haben. Was geht ab? Ich bin aber dort als Interviewer. Was geht, alles gut? Ja, gut aus Düsseldorf nach Berlin gekommen. Gestern Nacht sehr gut gekommen, ja. Echt, gestern Nacht durchgefahren. Wie lange habt ihr gebraucht? Wir haben lange gebraucht, 6 Stunden fast oder so. Überall Stau, diese 80 Kilometer Scheiße, Tempolimit, überall Baustellen und so weiter. Aber alles gut. Ja, mittlerweile machen das die ganzen Düsseldorfer so, wenn die nach Berlin kommen, dass sie es wirklich mit dem Flugzeug machen. Ganz ehrlich? Weil ihr habt ja einen riesen Flughafen da. Ja. Und bis hierher, wie lange dauert das? 45 Minuten? 45 Minuten. Ich bin auch eigentlich der Flieger, so ein Typ rein, raus und so weiter, aber mein Manager, der hat irgendwie Flugangst. Okay, scheiße. Ja, und ja, keine Ahnung, ich guck schon so rüber. Und der so, nee, der fährt bis nach Kuba, wird er sogar fahren, Alter. So mit so einem Amphibienauto so rüber. Ich flieg nicht. Okay. War alles gut. Geil, auf jeden Fall. Wir haben dein Foto gepostet und machen heute einige Fanfragen. Das nächste große Interview mit Daud machen wir dann in Düsseldorf, also mit Haben und Daud. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall gespannt sein und TV Straßensound abonnieren. Wir haben das Foto gepostet. Okay. Wann kam das ungefähr online bei dir? Weil ich wollte jetzt nicht dein Albumcover posten, weil da kennen die meisten Leute natürlich dein Gesicht nicht, weil du ziemlich jung drauf warst. Ja, da bin ich auch ein bisschen vollbärtiger, ne? Kann das sein? Hab Cappy und so weiter auf. Aber das ist so vielleicht ein Jahr her oder sowas. Okay. Ein Jahr oder sowas. Ist aktuell auf jeden Fall. Yeah. Wir haben einige Fragen bekommen. Ja. Die werde ich einfach mal stellen. Der Sandro Nierka. Was hältst du von der Anti-Trap-Kampagne? Leute, die keinen Trap mögen. Man muss sich doch weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Wie siehst du das? Und ist Trap eine Weiterentwicklung? Das ist einfach eine Musikrichtung, ne? Innerhalb des Hip-Hops weiterentwickeln muss man sich auf jeden Fall, egal was du machst, ob du Boom-Bap machst, ob du Trap machst, so, Weiterentwicklung gehört dazu. Und ich finde es ein bisschen krass zu sagen, so Anti-Trap-Bewegung, Alter. Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Was für eine Anti-Trap-Bewegung, Alter? Wenn du Anti machst, dann mach's für dich Anti und geh raus, aber versuch kein Movement jetzt irgendwie zu starten, in dem Sinne, weißt du? Aber ja, ich finde es mittlerweile ein bisschen langweilig. Es hört sich alles sehr gleich an und das finde ich halt, ich denke, die Trap-Rapper sollten sich mal weiterentwickeln. Dann wäre es auch cool, dann wäre es auch für mich leichter zu verkraften. In welche Richtung geht dein Album musikalisch, was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall nicht der Standard-Trap, den die Jungs hier machen zurzeit oder die Leute. Ist so UK angehaucht, so ein bisschen Grime, so ein bisschen so, ist halt richtig Rap. Ich habe auch. Wen feierst du da am meisten von den UK-Leuten? Ich bin übertriebener Stormzy-Fan. Skepta war vorher, dann kam Stormzy mit seinem Album, also hat mich auf jeden Fall richtig gefickt. Okay. Stormzy-Album so. Und wenn man sich das Album von ihm auch anhört, dann merkst du einfach, das ist auch nicht unbedingt ein pures Grime-Ding oder so, das ist einfach auch gute Musik so, ne? Und bei den Trap-Dingern stört mich oft die Thematik. So. Mhm. Dass Kiddies da um die Ecke kommen, so, weißt du, 18, 19, 20 und. Alle dasselbe rappen, von Pakete verschleppen, von da nach da und so weiter. Ey, kommt Jungs, reicht man, come on, so. Erzählt mir keinen Scheiß so. Und ist es schwierig, auf einem Trap-Beat deep zu werden? Nö, überhaupt gar nicht. Wenn du Rapper bist, Alter, dann kannst du alles. So, und darum geht's einfach. Also, nur weil der Beat jetzt so ist, gibt er dir doch nicht vor, dass du ein komplettes Album nur über Drogenscheiße machst da irgendwie, weißt du? Ich glaube, die Jungs können es einfach nicht besser. Nicht böse gemeint. Ja. Aber die machen ja ihr Ding gut. Nur für mich ist es bis hierhin und nicht weiter. So geht er nicht mehr weiter. Ist das jetzt scheiße oder was? Okay. Alles easy, ist deine Meinung. Ja, natürlich ist es meine Meinung. Und die teile ich auf jeden Fall, gerade mit der ganzen Glorifizierung von Drogen und sowas. Das muss ja nicht sein, wenn so kleine Kinder von wegen, was gibt's da, LSD und so rappen mit 10 Jahren. So. Ja, also erstmal wissen, was das ist. Vielleicht, ich glaube, das ist eine Widerspiegelung deren Lebensstil, glaube ich einfach. Und ich glaube, es gibt schon sehr viele, die das teilen unbedingt, weißt du? Okay. Aber komm doch mal um die Ecke und erzähl denen vielleicht auch was anderes. Es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum die so drauf sind, Alter. Yeah. Also keine Ahnung, irgendwelche Probleme im Kopf, versuch die doch irgendwie zu kompensieren mit was anderem oder erzähl den Leuten, weißt du? Ich glaube, auf dieser Emotionsschiene funktioniert das auch. Die nächste Frage von Tarek Maray. Mhm. Stimmt es, dass du ein Soul-Musik-Liebehaber bist? Mhm. Und welche R&B-Sänger aus der Bundesrepublik Deutschland feierst du? Grüße an Haben aus FFM. Mhm. Ich feier Tarek aus FFM. Okay. Also Kopf an Kopf, sind gute Jungs auf jeden Fall. Es gibt wirklich viele Jungs, die gute Musik machen, guten R&B auch und so weiter, nur leider setzt sich das nicht durch. Vielleicht kenne ich auch zu wenig, als dass ich das jetzt sagen könnte, dass ich sagen würde, so, ey, den feiere ich außergewöhnlich krass. Okay. So, ich habe halt auf meinem Album die Alex Prince, aber ich habe zu wenig Solo gehört, als dass ich sagen würde, ich feiere sie, ich feiere halt ihre Stimme und die hat halt mein Album
nochmal auf ein nächstes Level gebracht, so, weißt du? Und ansonsten mit Gibson, gibt es viele hier? Ich glaube, der meint nicht mal national, sondern internationale. Obwohl, ja. Welche R&B-Sänger aus der BRD feierst du? Die üblichen Verdächtigen. Mo Mitchell, J Love, Nico Nuevo. Ja. R&B, weißt du noch? Ich darf die Leute nicht vergessen. Mo Phoenix. Ja, es gibt nicht wirklich. Beziehungsweise Ramzi. Überhaupt nicht mein Fall, Alter. Okay. Überhaupt nicht mein Fall. Soul natürlich, Xavier Naidoo. Ist der Soul? Ja. Ist das Soul? Findest du Soul? Ich würde schon sagen. Also die Anfangssachen auf jeden Fall, mittlerweile immer mal wieder. Dann kommen wir wieder zum Thema 3P, was ich auch bei Boogie eben gesagt habe. Ich mochte 3P und alles, was sie gemacht haben, war für mich gute Musik. Ja, und gerade Xavier war halt überkrass Soul so auch, ja. Ne, in der Stimme. Immer noch die Nummer 1. Soul. Meiner Meinung nach in Deutschland. Für dich, ja? Also bis jetzt hat dir noch keiner getoppt, meiner Meinung nach. Ich finde die Musik halt nicht so soul-mäßig von dem Instrumentals her. Und es ist nicht so soulig unbedingt, okay. So, weißt du? Aber doch, klar, begnadeter Sänger, überkrasser Sänger, Mann. Und hat auf jeden Fall die Musiklandschaft hier geprägt. Auch in diesem Gesangsbereich auf jeden Fall. Auch dich? Nee. Nee, ich war immer woanders. Ja. Ich habe immer woanders geguckt. International, R&B, Soul? Da gibt es aber so einige. Ja, da gibt es so viele, Mann. Hast du so einen Favorite? Nee, ich habe wirklich keine spezifisch. Charlie Wilson, wenn wir jetzt danach gehen, so, weißt du, so way back und so weiter. Aber so ein Aktuelle Leute? Ey, da kommt so viel raus, ich habe auch nicht die Ruhe und so weiter, da irgendwie zu filtern, zu sagen, ey, das ist der Krasse. Sind alle gut, weißt du, und haben alle ihre Songs und ihre Hits oder wie auch immer, kann ich mir geben, aber ist jetzt keiner, der außergewöhnlich ist. Weil du findest jetzt gerade den gut, auf einmal kommt schon der Nächste, so. Yeah. Wohin? Deswegen kein Überblick mehr, wenn ich ehrlich bin. Deswegen sage ich, Boogie meinte immer, manchmal sollte man die Fresse halten. Ich glaube jetzt, ja. Michael Buchhorn, wie lange hat es gedauert, das komplette Album zusammenzustellen? Mein Leben lang. Dadurch, dass es mein erstes Soloalbum ist, so mein Debütalbum. Krass, ne? Mit 35, seit wann hast du angefangen zu rappen? Seitdem ich ein kleiner Junge bin, ne? Also so richtig zu rappen. Warum hast du dich nie getraut, ein Debütalbum zu starten? Ich habe einen eigenen Anspruch, so, ne? Es war vielleicht einfach, die Zeit war nicht dafür, so. Und ich war ja vorher in einer Gruppe, BTM Squad. Klar. Und da war der Fokus viel mehr darauf, dass man da zusammen die ganze Zeit die Alben macht und Mixtapes und alles Mögliche. Es war nicht die Zeit dafür einfach. Und ich war mit mir noch nicht so vielleicht auch zu 100% im Reinen zu sagen, ich mache jetzt ein Soloalbum. Und ich glaube, es bedarf seine Zeit, ein vernünftiges Soloalbum auf die Beine zu stellen, was seinem eigenen Anspruch gerecht wird. Und es ist nicht so, dass ich hätte kein Soloalbum machen können vor Jahren schon, auch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Aber war einfach nicht die Zeit dafür. Ja. Der Michael Halvi, warum kam er nicht gleich raus, als Farid sagte, ich habe meinen Bruder haben? War das so der Push, den du gebraucht hast? Weil viele junge Leute kennen dich vielleicht nur durch solche Sätze zum Beispiel. Nee, aber der Satz sagt ja schon alles, so meinen Bruder haben, so, weißt du, wir sind Brüder. Ich habe das jetzt nicht als Push gesehen, so, ich habe das sondern viel mehr gesehen, so ey. Anerkennung, er ist mein Bruder, so, weißt du? Und er hätte auch sagen können, hab ich da oder sowas, weißt du? Aber bewusst, die Leute checken ja jetzt erst, dass ich der Haben bin. So. Ich habe das nie als Push gesehen oder sowas, ich habe den auch nicht gebraucht, so. Ich danke dafür, weißt du, dass er mich als Bruder sieht. Umgekehrt sieht es auch genauso aus und so haben wir es auch beibehalten. Ne? Aber als Push habe ich es nicht gesehen, ne? Aus dem Grund einfach. Nimmt man das aktuell als Push, wenn er zum Beispiel auf deinem Album mit drauf ist oder jetzt in einem deiner Musikvideos aufgetaucht ist? Weil dann kamen ja die Medien und haben das Ding gepostet und das ist auch, glaube ich, das Ding von den aktuellen Releases, was die höchsten Klicks hat. Nicht nur, weil Farid da drin ist, aber das hat so die Leute dazu verleitet, es zu teilen. Ich muss mir vorstellen, ich glaube, die Leute sind halt sehr sensationsgeil. Yeah. Und ich komme halt aus einer Zeit, da war diese Sensationsgeilheit noch nicht da, weißt du? Es gab kein Facebook, Twitter, Instagram oder was weiß ich was, ne? Deswegen bin ich auch komplett aus dem Film raus. Ich weiß gar nicht, was für eine Wirkung ich habe mit einem Farid bei mir. Ich kann es mir denken, aber ich finde es halt traurig, dass man solche Wege einschlagen muss, dass man Respekt für deine Musik bekommt an für sich. Was ist Respekt? Reichweite eher, würde ich sagen. Respekt dann durch deine Kunst. Das war das falsche Wort, du hast korrigiert richtig. Reichweite, die Reichweite zu erhalten. Ne? Und das ist, ich glaube, heutzutage geht es nur noch um Reichweite. Sowohl negativ als auch positiv. So, ne? Also siehst du ja, funktioniert ja immer. Lieber nicht. Ja. Aber es wird, selbst dann funktioniert das auch. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt an Farid seine Karriere denke, so, war ja jetzt auch am Anfang nicht irgendwie alles Zuckerschlecken. So, weißt du? Ich weiß noch, wie viel Gegenwind der bekommen hat. Und es geht darum, dass du einfach am Ball bleibst, konstant am Ball bleibst und einfach ablieferst die ganze Zeit. Ne? Und so gar nicht so viel auf die Leute draußen achtest, sondern vielmehr auf dich selbst. Yeah. Dann funktioniert das auf lange Sicht. Ja. Und dann nochmal eine Frage von Daud. Daud, ja bitte. War Farid hat ein Label gegründet, Hella Money Entertainment. Ja. Bist du das nächste Signing?
Wer weiß. Who knows? Who knows? Alles klar. Der Peter Amnesia, kenne ich nicht, habe aber trotzdem eine Frage. Wie war die Resonanz? Was ist das jetzt? Das ist bestimmt so eine Frage an mich. War sehr schön, abonnieren, meine lieben Freunde. Seit wann kennst du Farid? Von Smail Ibrovic. Ja, Farid sagt immer von immer. Von immer. Okay. Von immer. Mhm. Die nächste Frage von ihm. Hast du noch Kontakt zu Firuz K? Nein. Okay. Nein. Wann den Kontakt abgebrochen? Nachdem sich das alles so getrennt hat. Okay. Ne, das hat jetzt auch nichts mit der Sache an sich zu tun oder sowas, weil es manchmal... Wie seid ihr denn damit umgegangen? Weil das war schon... Also von außen gesehen war das eine harte Zeit. Für mich war es eine harte Zeit, so schon. Ja, klar. Ja. Für mich ja, auch so von außen gesehen. So. Ja, was klar. Geht da gerade ab? Ja, du bist ja nicht so ein Sensationsgeiler, weißt du? Das hat auch nur funktioniert, weil die Leute alle so sensationsgeil sind. Weißt du, das ist eine Straßengeschichte letzten Endes gewesen. Ja, weißt du, du mixt Straße mit Business und so weiter. Und dann passiert halt sowas. Ich glaube, die Kiddies da draußen, die wissen gar nicht, was das ist. Die wissen gar nicht, was für ein Ausmaß das hat. Weißt du, die wollen nur entertained werden, weißt du, und sich einen wichsen darauf. So. Aber Dicker, ist kein Spaß manchmal. Das ist kein Spaß. Das vergessen wirklich die meisten Leute, dass sowas eskalieren kann. Oder es ist eskaliert. Guck mal, was passiert ist. Ja, es eskaliert auf jeden Fall schon öfter eskaliert auch so. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, die Leute sind halt sensationsgeil. Ne, und ja. Traurig. Naja, ist aber so, wie es ist. Es geht weiter. Alle wollen haben. Was macht Marwan? Fragt William Raj oder Ray. Marwan. Ja. Am Hauptbahnhof. Drogen verkaufen. Was soll ich dir sagen? Und der hat jetzt ein neues Format. Ach ja, Hashbox, ne? Der ja. War, ich dachte, welchen Typen meinen die da? Ja. Hashbox. 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 Ja, Hashbox. Schöne Grüße. Schöne Grüße, ja, Marwan. Ich bin bald wieder da, ich brauche was zu rauchen, Bruder. Hier, empty. Alles klar, stabil auf jeden Fall. Was ist das für ein Pulli? Fragt Maurice Luggies. Ich glaube, ich war gerade live und deswegen haben die den Pulli. Nee, nicht den, nee, den haben die nicht gesehen. Ich glaube, der meint... Achso, den hier oben. Den, das ist Eid oh. Evolution. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Christopher. Christoph. Der macht Eid Evolution, nennt sich das Ganze. Yeah. Ist eine Hamburger Marke. Hab ich schon öfter gesehen. Hast du schon öfter gesehen und der supportet seit Tag 1 und ist ein sehr stabiler Mann und stabile Klamotten noch auf jeden Fall. Solltet ihr auschecken. Stabiler Klamotten. Ja? Das war das Trailer für unser großes Interview, welches wir dann in Düsseldorf führen werden. Ja. Hab ich bedanke mich bei dir. Das Interview mit Boogie und in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Und der Link zum Album genauso. 8.9. Album kaufen, alle wollen haben, aber keiner will geben. Oder vielleicht doch, wir werden sehen. Peace! Und vorhin habe ich gesagt, welcome to the bright side of life. Willkommen auf der Habenseite des Lebens. Den, ja. Mach's gut, ciao. Thema Afro, Mann, das ist ein großes Thema, ne? Ich bin sein Cousin, ich bin sein Backup, ich bin sein Freund, sein Bruder, alles. Familie. Der letzte Bruch mit BTM Squad. Mhm. So wie das dann in Brüche mehr oder weniger gegangen ist, so hier mit LG und der ganze Stress, der da war. Also meine Eltern haben halt gekämpft im Krieg, Mutter als auch Vater auch, so mit Kalaschnikow freiheitskämpfermäßig unterwegs gewesen. Ich hieß ja früher Habischer. Habischer. Vielleicht kennt man mich da, viele kennen mich vielleicht von daher. Weißt du, Chabos wissen, wer der Babu ist, Remix, damit Farid auf dem Album, auf seinem Album. Soll ich dir ehrlich was sagen? Auch 8-Porn MJG? Space ja, Age Pimpin. Oh, du denkst, du denkst. Bitch, please. Übertrieben. Es ist so viel passiert und ich will es einfach nicht mehr. Und mir geht es eigentlich sehr gut. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich wieder buffen darf. Meine Bewährung ist seit 10 Jahren jetzt abgelaufen. Joey ist Boogie Darts, Keeper alias Berlin's Meistgaster Atze für TV Straßensound mit den Homie Haben. Haben, alles klar? Ja, Bruder, bei dir? Ja, wir sind schon wieder hier im Baumhaus gelandet. Ja. Ich glaube, langsam kommt mir wieder wie auf die Schliche, dass ich immer hier bin, weil sie hier ist. Ja. Natürlich nicht. Haben, ja, ich habe dich gerade mit Zero gesehen, ist ja lustig. Welt ist ein Dorf. Und mit Reef. Wie kommt der Kontakt? Gehen die dir auch auf den Sack? Reef am allermeisten. Reef, ne? Der lacht schon, weil er das weiß. Und die Jungs eigentlich kennengelernt von der letzten Afrop-Tour.